einzeln. Wir sind die Maultaschenmanager. Bring Omas Rezepte als Fastfood auf die Straße. Florian Rohmer und Frederik Bierbrauer sind rund um Stuttgart unterwegs. Jeden Morgen zu einem anderen Ort, bei jedem Wind und Wetter. Sie verkaufen schwäbische Küche als Fastfood. Werden sie sich damit eine Existenz aufbauen können? Mit Linsen, Würsten, Kartoffelsalat, Fleischküchle und Maultaschen? Seit einem Jahr versuchen die beiden Betriebswirte, mit regionaler Küche auf der Straße Fuß zu fassen. Immer in der Nähe von Firmen oder Schulen, wo viele Hunger haben. Warum existiert hier Maultaschen? Weil es lecker ist. Unsere Maultaschen ist besonders, dass sie erstens in Handarbeit ist, also nicht, wie man sie normalerweise kennt, maschinell. Man sieht auch hier im Querschnitt, sie sind sehr grün, sie sind handgewickelt. Das ist der Rolls-Royce unter den Maultaschen. Also nicht der Daimler. Besser als ein Döner oder was ist euer Lieblings? Ja, eigentlich schon. Richtig gut hier, ja. Ja, gute Qualität. Wie sagt man im Schwäbischen, man kann es essen. Ja. Meine Mutter kann es gut, aber das ist wirklich besser. Und macht deine Mutter Maultaschen selbst oder kauft sie die fertig? Selbst. Die Idee habe ich schon vor Jahren gehabt, aber ich verstehe nicht, dass sie jemand macht. Also, die kam ja auch schon ganz oft gehört, oh, die Idee hatte ich auch schon, aber macht sehr gerne. Danke. Wenn nicht Imbiss, was hätten sie sonst gemacht? Also ich wäre beim Großhandel gelandet, aber Flo wäre beim Daimler gelandet. Ja, das wäre auch interessant gewesen, aber ich möchte wirklich, oder wir wollen hier wirklich unser eigenes Ding großziehen. Bei dem Wetter hätte es natürlich seine Vorzüge gehabt, ne? Ein warmes, beheiztes Büro hätte schon was, aber nee. Also ganz ehrlich gesagt, ich stehe voll und ganz zu der Entscheidung, passt. Wir haben keine Kantine. Schon ein Vorteil, also auf jeden Fall, weil ich habe jetzt auch gerade gleich den nächsten Termin. Dann kann ich nicht essen gehen und kann mir auch nichts holen. Und dann ist natürlich super, wenn jemand vorbeikommt und uns was bringt. Anfangs war es natürlich großes Durchhaltevermögen von uns gefragt, weil der Schwabe glaubt erstens nicht, dass auf der Straße was Gescheites zu essen gibt. Und dann noch mit seinen Nationalheiligtümern, eine Maultasche, Kartoffeln, Linsen, seinen Spätzle, glaubt er erst recht nicht, dass das eine gescheite Sache sein kann. Sprich, am Anfang haben wir wirklich, sind wir rausgegangen, haben Proben verteilt, Leute durften bei uns probieren und so haben unsere Kunden aktiv gewinnen müssen für uns. Und wie schmecken die Maultaschen? Super. Sie wirken nicht wie ein richtiger Schwabe, oder sind sie? Nein, nein. Ursprünglich aus Vietnam. Es gibt was Ähnliches, das nennt sich Van Tan. Also, muss ehrlich sagen, Maultaschen sind besser als Van Tans. Jede Kultur hat irgendwie ihre Teigtaschen mit Füllung. Gerade asiatische. Und dann Tortilla, mexikanisch. Also. Allerdings ungewöhnlich für Schwaben, Maultaschen mit Soße. Herr Bierbrauer, warum heißt dieses Unternehmen hier Erna & Co.? Wir brauchen einen sympathischen Namen von irgendeiner älteren Dame, die wirklich für die Rezepturen und die Küche steht. Und Emma ist vergeben, Brigitte auch. Da dachten wir, Erna ist eigentlich ein lässig, sympathischer Name. Und wir stellen uns in der Erna auch wirklich eine rockige, ältere Dame vor, die meinetwegen auch noch mit Motorrad fährt und einfach entspannt drauf ist. Wie und wo aber lassen die Jungunternehmer ihre Maultaschen fertigen? Das werden wir gleich noch sehen. Zuvor in die Stuttgarter Innenstadt, zu Martas, dem Imbiss, den Pia Nowotny vor einem halben Jahr aufgemacht hat. Es gibt keine schwäbische Küche, sondern Klassiker wie Currywurst. Mit selbstgemachter Soße und Pommes. Wer war denn Martha? Martha war meine Oma. Und sie war eine sehr, sehr gute Köchin und hat auch sehr gut gebacken. Und ich fand den Namen sehr passend. Also zum einen für meine Oma, so als dass sie da irgendwo auch weiterlebt. Und aber zum anderen auch, weil der Name das ausdrückt. Das ist lecker wie Hausgemachte, das Traditionelle, Althergebrachte, ohne irgendwelche Fertigpulver oder Sonstiges, so wie sie eben früher auch gekocht hat. Hat Ihre Oma auch Currywurst mit Pommes gemacht? Nee, also so Bratwürste oder sowas hat sie schon gemacht, aber keine Currywurst mit Pommes. Und was sagen die Kunden? Das wäre ja sehr einseitig, wenn wir uns nur von Maultaschen ernähren würden. Ich bin Rheinländerin und bin mit Currywurst groß geworden. Deshalb bin ich öfter hier und die schmeckt hier hervorragend.
Deshalb ist das hier sowas wie ein Stammlokal. Was halten Sie denn davon, dass hier gar keine Geschmacksverstärker drin sind? Das ist ja eher ungewöhnlich. Ja, finde ich aber sehr gut. Die sind, glaube ich, auch nicht nötig. Eine Alternative zur Wurst, die Waffel. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier in der Innenstadt mit dem Büro und früher gab es ja immer nur so richtig dickes Mittagessen und dann konnte man ja gar nicht arbeiten mehr. Und das hat sich sehr verändert, so ich denke mal so seit 6-7 Jahren, dass es eben diese ganzen Imbisse auch gibt, dass es Suppen gibt, Sandwich oder jetzt ganz neu hier das Martha's. Das finde ich sehr angenehm, weil gerade mittags braucht man ein bisschen was, aber nicht so viel. We love Germany. Auch 3 US-Amerikaner, die Deutschland lieben, sind der Currywurst auf der Spur, die man sogar in Kalifornien kennt. Have you ever heard of Currywurst in California? Yes. Essen verbindet Nationen. Vielleicht konkurriert die Currywurst in den USA auch bald mit dem Burger. Welche kommt besser an, die rote oder die weiße? The red one. Definitely. Die rote also. Auch Pia Nowotnys Mutter hilft im Imbiss mit. Frau Schröder, wie war der Imbiss zu Ihrer Zeit, als Sie jung waren? Ich bin an für sich nie in den Imbiss gegangen. Bei uns gab es wenig Imbiss. Also das war für uns eigentlich kein Thema. Damals konnten wir noch in so Vereinsgaststätten oder sowas gehen. Aber Imbiss war ja damals noch keine große Geschichte. Das hat sich geändert. Werden Martha und Erna sich auch im Fastfood-Geschäft durchsetzen können? Zunächst zu Florian und Frederik. Da es Oma Erna in Wirklichkeit gar nicht gibt, brauchen sie jemand anderes, der für sie Maultaschen herstellen kann. Einen Metzger mit Gespür für schwäbisches Essen, wie der Fleischwarenproduzent Idler. Der weiß, dass Eier, gerauchter Schweinebauch, Gewürze, Hackfleisch, Brät und natürlich Spinat in die Maultasche müssen. Das ursprüngliche Rezept stammt von Frederiks Mutter. Allerdings wurde es für Erna etwas verfeinert. Was haben Sie denn gedacht, als die beiden Jungs zu Ihnen kamen und hier Maultaschen fertigen lassen wollten? Am Anfang waren wir etwas überrascht, weil man das einmal aus dieser Generation nicht gewohnt ist. Aber nach 5 Minuten hat man gemerkt, mit wie viel Leidenschaft die hinter diesem Produkt stehen. Und da muss man einfach sagen, da muss man den jungen Unternehmer auch mal zur Seite stellen und sagen, da gehe ich mit ins Boot. Der Aufwand ist wesentlich höher, wie wir für die normale Fertigung haben, aber wir machen es gerne. Musste das Maultaschenrezept denn von Frederiks Mutter verändert werden? Im Prinzip die Zutaten sind die gleiche. Wir haben nur Sachen wie Geschmacksverstärker oder gekonnte Brühe haben wir rausgenommen, damit wir einfach ein naturidentisches Produkt haben. Im Prinzip, wie man es vor 100 Jahren auch schon gemacht hat, die Maultaschen. Wir heben uns auch nicht nur durch den Geschmack und den Inhalt ab, sondern auch durch die Form. Wie man hier sehen kann, haben wir eine schöne Rautenform entwickelt und die wird durch den Stempel vorgezeichnet, dann geschnitten, dass wir uns auch optisch abgrenzen. Und wie gut läuft das Geschäft bereits? Darüber gleich mehr. Zurück zu Pia Nowotny. Sie will der Currywurst ihren eigenen Stempel aufdrücken. Das heißt, sie will wissen und mitbestimmen, woher das Fleisch in der Wurst kommt. Sozusagen, wer in der Pelle steckt. Wie alt sind die jetzt? 4 Monate. Aua, hey, ouch. So wie sie das Gewicht erreicht habe. Aha. So bringe ich die dann in den Schlachthof. Okay. Also es ist nicht so, dass alle auf einmal rauskommen, sondern die kommen so, wie sie fertig sind. Und das sind jetzt aber die Mohrenköpfle, oder? Das sind die Mohrenköpfle. Autschi, hey, nicht mit mir, hallo. Nein. Verändern die sich noch von ihrer Größe und vom Gewicht? Ja, die waren ein bisschen breiter noch. Bisschen noch. Aber viel mehr dann nicht mehr, gell? Okay.
Das Futter, das Sie verfüttern, ist von Ihrem eigenen Anbau, ne? Ja, Maiz und Gerste ist aus dem eigenen Anbau. Nee, daher. Da kommen noch Erbsen dazu. Weg, weg, weg. Und ein Ergänzungsfutter, wo ich dazu kaufe. Okay. Wegen dem Eiweiß, ja. Gut. Und das ist dann immer das Gleiche, praktisch die ganze Mastperiode über. Ganz normal. Autsch! In Schwäbisch Hall Hessenthal ist der Schlachthof der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Naturdärme geben der Wurst den Biss. Bei der Kreation einer neuen Sorte gibt es so einiges zu beachten. Pia Nowotny ist eigentlich Bankfachwirtin. Hans-Dieter Meyer ist Metzger und hat ein Händchen für Würste. Wir sind jetzt Schafsterme für der Frau Nowotny, ihre Würste, nehmen wir unsere eigene Schafsterme. Wir haben uns da abgestimmt, wie die sein muss, vom Geschmack, von der Konsistenz her. Sie darf nicht zu fein sein, nicht zu grob. Und auch von der Größe her war es natürlich für mich wichtig, vom Format, dass es dann insgesamt mit dem Brötchen sich gut vermischt, dass es gut harmoniert. Sie hat ganz klare Vorstellungen gehabt, wie die Würste zusammengestellt sein sollen, dass es wirklich noch einen Hausmachercharakter oder einen ehrlichen Charakter hat die Wurst noch. Ja? Mit der Gewürze, mit der Zusammensetzung, was für Fleisch das rein soll. Und das haben wir auch umgesetzt dann. In die Wurst kommen neben Fleisch auch Gewürze und Wasser in Form von Eis. Denn wenn sich die Maschine dreht, entsteht so viel Hitze, dass ohne kühlendes Eis das Eiweiß des Fleisches gerinnen würde. Dann gäbe es keine Wurst. Pia Nowotny lässt auch Brühwürste herstellen. Diese haben keine Haut, keinen Darm. Den frischen Geschmack, auch nachher in der Wurst, kriegen Sie nur in dem Warmfleisch. Das Warmfleisch wird gleich nach dem Schlachten sofort verarbeitet. Phosphat reicht zur Herstellung der Wurstware. Das Phosphat macht in der Wurst, dass es zusammenhält. Ich habe ja drei Komponenten in der Wurst. Ich habe Fleisch, habe Fettanteile und habe Wasser. Wenn Sie kaltes Fleisch nehmen, ist der Phosphatgehalt so nieder, um da eine Wurst herzustellen. Deshalb müssen Metzger, die kaltes Fleisch verwenden, Phosphat künstlich zusetzen, damit die Wurst zusammenhält. Wie eine Wurst zur Currywurst wird, das erfahren wir gleich. Aber zunächst zurück zu den beiden Jungunternehmern, die sich auch als Maultaschenmanager bezeichnen. Heute sind es so circa 25 Kilo Maultaschen, die wir dabei haben. Wir wissen schon so ungefähr, was an den Standorten geht. Mittwochs beispielsweise sind sehr viele, sagen wir mal, Büroangestellte und Geschäftsmänner, die essen ohne Ende Linsen. Heute sind relativ viele junge Leute und szenige Leute und auch Kinder, die essen saugern Spätzle mit Maultaschen und Soße. Die Idee kam den beiden auf einer gemeinsamen Reise durch Kanada. Nach mehreren Wochen Burger und Hotdogs war die Sehnsucht nach der Küche der Heimat groß. Und sie dachten, genau das fehlt noch auf der Straße, der Maultaschen-Imbiss. Maultaschen hinter hoch, bitte nochmal. Maultaschen. Der Betty grillt gern, das kann er gut und ich nehme gern das Geld an. So ist es. Wird es umgekehrt auch funktionieren? Umgekehrt können wir es natürlich auch, aber wir sind wirklich beide, ich sag immer, meine Kompetenz endet hier am Kartoffelsalat. Wir sind hier wirklich klar aufgeteilt und da geht alles blind Hand in Hand. Da hat zum Glück jeder seine Vorliebe schon entwickelt und gibt es auch keinen Streit am Partnerteil. Also Streit gibt es regelmäßig, aber wir können es ganz gut wieder verpacken. Nach 10 Minuten ist alles gegessen. Es geht zum Glück nie auf was darf sein, einmal vegetarische Maultaschen mit Soße. Emotionen sind immer dabei, aber einmal? Es kühlt wieder relativ schnell runter. Haben Sie auch schon mal gedacht, jetzt kann ich ihn gerade nicht ertragen? Ja, ganz klar. Wie bei einem alten Ehepaar. Das gehört dazu. Muss man durch. Wenn es mal kracht, dann sowieso nicht vor den Kunden. Insgesamt ist es ja schon sehr ungewöhnlich. Linsen und Spätzle kenne ich nicht. Ich komme aus Norddeutschland. Das sind für mich eher zwei Beilagen. Und hier wird es zum Hauptgericht. Sie essen jetzt eine Maultasche mit Kartoffelsalat. Man soll ja mit den klassischen Dingen beginnen und sich dann langsam vortasten, habe ich gehört. Langsam vortasten mussten sich auch die beiden studierten Betriebswirte. Was für ein Glück, dass sie Tobias Lang kostenlos berät. Ein Unternehmer, der anderen Unternehmern bei Problemen hilft. Ich habe euch den Januar gemacht.
Und da ist mir aufgefallen, dass eure Kosten relativ hoch sind. Okay. Und zwar ist es so, dass ihr 1500 Euro mehr Kosten habt. Mhm. Das war. Und der Umsatz ist eigentlich nur um 500 Euro hoch. Ja, ist aber noch, weil wir noch auf ausstehende Zahlungen warten. Genau. Welchen Fehler haben denn jetzt Florian und Frederik am Anfang gemacht? Oder haben sie alles richtig gemacht? Fehler in dem Sinn war zum Beispiel, dass man am Anfang keine Eingangskontrolle im Lager hatte. Das heißt, die Ware kam ins Lager, wurde einfach nur angenommen, abgelegt. Und danach hat man sich gewundert, dass irgendwie die Zahlen nicht ganz gestimmt haben. Und dann hat man nach langer Analyse festgestellt, dass einfach das eine oder andere vielleicht mal wegkommt. Und um das zu verhindern, habe ich dann einfach gesagt, jetzt wird eine Lagereingangskontrolle installiert mit Ware wiegen, vergleichen mit dem Lieferschein, vergleichen mit der Rechnung, damit da der Warenfluss garantiert ist und auch nichts wegkommt und wir auch wissen, wo wir wirklich stehen. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass es natürlich auch einfach ein ganz einfacher Fehler sein kann, wenn beim Metzger unabsichtlich die Kiste mitgewogen wird, die zugestellt wird, sind es gleich 2 Kilo mehr und das passiert mal bei 10 Kisten, dann sind es 20 Kilogramm und 20 Kilogramm kostet uns auch richtig viel Geld. Das kann natürlich auch das gewesen sein, dass die Ware nicht netto gewogen kam, sondern brutto mit Kiste. Ist sonst alles hervorragend gelaufen. Also wir sind jetzt schon in einer Optimierungsphase sehr früh. Also die Anna ist gerade mal ein Jahr unterwegs. Da lassen sich die 30.000 Euro Schulden für den Imbisswagen besser tragen. So gut läuft es bei Pia Nowotny nach einem halben Jahr noch nicht. Sie gibt viel Geld für ihre Produkte aus, denn sie legt Wert auf hochwertige Gewürze und Frisches. Nicht nur der Apfel für den Flammkuchen kommt vom Markt, auch der Meerrettich für die Wurst. Und auch die Ladenmiete im Stuttgarter Königsbau ist hoch. Die Ausgaben müssen erst einmal wieder reinkommen. Das Rezept für die Currywurstsoße hat sie selbst erfunden. Das ist jetzt etwas, was ich in der Currysoße nicht erwartet hätte. Lavendelhonig. Ja, doch, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen den, ich sag mal, außergewöhnlichen Geschmack. Es muss immer ein bisschen was Saures rein und ein bisschen was Süßes. Die Oma Martha, das war eine ganz tolle Köchin und tolle Bäckerin. Mindestens einmal die Woche hat sie für die ganze Familie gekocht und halt so richtig frisch und lecker. Und ich denke, von da habe ich auch ganz viel so dieses Grundverständnis für frische Gerichte. Die Soße kocht sie noch immer selbst. Ja, das Dumme war, dass meine Geschäftspartnerin kurz vorher ausgestiegen ist, also kurz vor Eröffnung, 1,5 Wochen vorher. Mit sämtlichen Konsequenzen, also auch finanziell und ja, auch von, es war ja alles anders geplant, auch vom Tagesablauf, von dem her, wie wer sich einbringt mit der Zeit. Und das war für mich dann schon ein ganz harter Schlag, weil ich ja dann rund um die Uhr im Laden stand. Das ist das eine, also diese persönliche Präsenz, die ich dann einfach zeigen musste und auch wollte natürlich, und aber auch das Finanzielle. Also es war schon sehr schwierig. Was hätte Ihre Großmutter Martha wohl gesagt, wenn sie sie heute da im Laden sehen würde? Ich glaube, sie hätte es ganz, ganz arg schön empfunden. Und das tut mir auch sehr leid, dass es eben nicht mehr so mitgekriegt hat. Oma Martha ist kurz vor der Ladeneröffnung verstorben. Ich habe noch nichts im Garten gemacht. Du hast noch gar nichts im Garten gemacht? Herr Nowotny, Ihre Frau hat einen guten Job gehabt als Versicherungskauffrau oder als Bankkauffrau davor. Und jetzt macht sie nur noch Schulden. Was denken Sie denn da? Ja, es war ja die Idee, was Eigenes einfach zu machen und nicht abhängig sein von anderen Personen, sondern selber was auf die Beine zu stellen, einfach diese Unabhängigkeit im Leben. Ja. Aber sind Sie zurzeit nicht abhängig von der Bank und machen Sie sich keine Sorgen? Ja, Sorgen machen wir uns tagtäglich, ist gar keine Frage, aber die Zielsetzung ist natürlich, dass wir das schaffen, diesen Weg, den wir eingegangen sind, und dass wir eine glückliche Familie sind und bleiben. Mama, hast du auch schon mal eine Currywurst gegessen, Arne? Mir zuschauen. Während Pia Nowotny bei Burger King reingeschnuppert hat, haben die Besitzer von Erna und Co. McDonald's bei einem Praktikum auf die Finger geschaut. Wir hätten gern 2 Cheeseburger und 6 Chicken Nuggets mit der Barbecue-Soße, bitte. Oder nee, warten Sie mal, lieber die Curry, bitte. Bitte mal lächeln. Grüß Gott. McDonald's scheint einfach perfekt organisiert. Schönen Tag wünsche ich, ebenso. Ciao.
Alles klar, halt mal, Alter. Sauber. Und zwar das ganz klar eine super wichtige Erfahrung, weil McDonald's wirklich in der Großgastronomie das Maß der Dinge ist und man da sehr viele Dinge sich abschauen kann. Wir haben bei McDonald's gelernt, dass wirklich alles standardisiert ist, nach Portionen vorgegeben. Da ist nicht mal mehr oder weniger Ketchup drauf, es sind immer standardisierte Größen. Und es ist wirklich alles so einfach gemacht, dass eine Aushilfskraft das innerhalb von wenigen Minuten kapiert, wie man so einen Burger beispielsweise belegt. Da ist alles ganz klar vorgegeben. Es ist im Endeffekt idiotensicher. Wie McDonald's weltweit keine Burger, sondern Spätzle verkauft? Vielleicht gelingt es Erna und Co. tatsächlich, mit Maultaschen nicht nur Baden, sondern sogar Deutschland, Europa und andere Kontinente zu erobern. Florian und Frederik träumen jedenfalls davon. Oh ja, danke dir. Von Frederiks Mutter stammt Ernas Maultaschenrezept. Aber es wurde noch ein wenig verändert. Jacqueline Bierbrauer kauft den Maultaschenteig dort, wo er schon seit Jahrzehnten hergestellt wird, in einem Hinterhof im Stuttgarter Westen. Nur wenn der Teig die richtige Dicke und Konsistenz hat, hat er das Zeug für eine Maultasche. Schließlich darf er nicht durchweichen, wenn die Füllung reinkommt. So, jetzt haben wir einen Teig. Vielen Dank, Herr Wagendorfer. 3 Pfund sind es, genau. Mindestens einmal in der Woche essen die Bierbrauer seit eh und je Maultaschen. Ich nehme immer noch ein bisschen Grünpulver dazu, weil ich finde, dass das irgendwie noch besser würzt wie nur Salz. Ihr Sohn wirbt ja damit, dass er keine Geschmacksverstärker drin hat. Genau. Die klare Brühe hat ja Geschmacksverstärker. Genau. Also die machen das auch nicht. Die nehmen eben Salz und Pfeffer. Eigentlich nur so ganz schlichte Gewürze. Ich nicht. So, und jetzt ist eigentlich, geschwind überlegen, habe alles drin. Doch, Maggi. Erna darf das natürlich auch nicht nehmen. Mal sehen, was der Maultaschenexperte von Mutters Kochkünsten hält. Das riecht sauber, oder? Wirklich? Ja. Du, es gibt mal was ganz anderes. Maultaschen. Oh, mal. Hi. Grüß, hi, Göttli. Bube. Grüß, Göttli. Schaut gut aus. Fühlen uns aber top. Top? Mhm. Bist du zufrieden? Ja. Jacqueline Bierbrauer weiß natürlich, wie die Maultasche entstanden sein soll. Im 17. Jahrhundert bekamen bei Maulbronn Mönche ein Stück Fleisch geschenkt, ausgerechnet zur Fastenzeit. Essen durften sie es nicht, wegwerfen wollten sie es nicht. Daher erfanden die Mönche diese Herrgottsbescheißerle, in denen sie klein gehackt Fleisch unter viel Spinat und Kräutern versteckten. Nicht angestellt, sondern selbstständig zu sein, hat in der Familie Bierbrauer Tradition. Richtig gut, Madame. Ja, sehr gut. Dankeschön. Mit diesem dünnen Teig. Der Teig macht's. Welche Maultaschen schmecken besser, Frederik? Die von Ihrer Mutter oder die von Erna? Sag's ehrlich. Die von der Mutter erinnern mehr an zu Hause, das ist natürlich klar, und ist der erste Geschmack von der Maultasche, den man so in Erinnerung hat. Erna und Co. hat natürlich von der Qualität nochmal eine höhere Qualität an den Maultaschen, weil wir wirklich, wie gesagt, also Maggi und diese ganzen Hausmütterchen-Zutaten sind bei uns draußen. Hausmütterchen-Zutaten, das ist unglaublich. Nein, aber es ist okay. Sie machen ihre und ich mache meine. Und ihre sind sehr gut und da sollen sie auch voll dahinter stehen. Guck mal, was es da gibt. Auch Hündin Lotta ist Maultaschen-Fan. Ich glaube, sie mag die von Erna und Co. lieber. Herr Bierbrauer, war es Ihnen nicht Angst und Bange, als Ihr Sohn plötzlich ein Maultaschen-Business aufmachen wollte? Überhaupt nicht. Wenn ich ehrlich bin, war ich sogar recht begeistert. Weil sowas wünscht sich jeder. Auch wir haben uns das früher gewünscht. Mensch, wir sollten eine Kneipe machen oder irgend sowas in der Richtung. Aber es hat halt keiner gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass er mit so viel Elan so viel arbeiten kann. Das habe ich nicht gedacht, weil Schule war immer so ein bisschen, da musste ich immer ziemlich dahinterher sein. Aber jetzt ist es wirklich unglaublich. Von frühmorgens bis spätabends und immer voller Ideen, immer voller Elan. Das hätte ich nicht gedacht. Jacqueline Bierbrauers Mutter, Frederiks Oma, ist bereits 90 Jahre alt. Man hat sich früher eben auch gar nicht vorstellen können, dass man in einem, man geht an einen Stand und isst. Das war eben noch nicht
üblich, wollen wir so sagen. Und niemand war es gewohnt und heute ist das natürlich eine ganz prima Sache. Die Erfolgsstory der beiden Maultaschenverkäufer soll weitergehen. Noch ein weiterer Imbisswagen oder doch lieber zunächst ein Fast-Food-Restaurant? Die Würfel scheinen gefallen. Sie suchen ein kleines Lokal in der Stuttgarter Innenstadt. Von Marthas haben Sie bereits gehört. Sie wollen sich von anderen Ideen und Konzepten inspirieren lassen. Aber ich glaube, ich bin bei den belgischen Waffen mit Puderzucker, bitte, ja. Ich habe auch einen fiesen Süßhunger. Bei mir mit Nutella, die volle Dröhnung, bitte. Schön gemacht hier. Wirklich auch schöner Ausbau. Auch mit der Kuchenzucker. Das ist echt schöne Details. Schöner Schwarzwaldstil. Fällt mir auch. Auf jeden Fall regional angetouched. Sehr schön. Gut gemacht, wirklich. Boah, darf man sich hier selber bedienen? Ja, ja. Ich brauche so eine... Boah, lecker. Dankeschön. Muss sein. Und dann fehlt was zu schmecken. Hau rein. Also ich habe mir halt überlegt, dass das Konzept nur funktionieren kann, wenn wir wirklich in einer super Lage sind. Und hier Schlossplatz, ja. Königsbau ist einfach die, für mich ehrlich gesagt, die Lage schlechthin. Wir wollen nur 1A-Lage haben. Mhm. Also nichts, wo jemand sagt, wir haben das aus Erfahrungen mitbekommen, Standort ist alles. Mhm. Wenn jemand 200 Meter mehr laufen muss, ist er schon nicht mehr interessiert. Wir haben fast ein Jahr lang geplant, auch mit den ganzen Produkten und mit der Kette, weißt du, dass einfach das Geschmacksmuster steht, da haben wir ewig rumprobiert. Aber irgendwann haben wir gesagt, zack, das ist es und so muss es immer schmecken. Und dann kommt Arne vorbei. Und es passiert etwas Erstaunliches. Er isst seine erste Currywurst. Na, doch nicht so scharf, oder? Ich denke immer, die besten Geschichten sind an und für sich die Quereinsteiger. Es kristallisiert sich oft so heraus. Und ich finde das also ganz mutig und ich finde das auch wunderbar. Pia Nowotnys Mutter glaubt fest an den Erfolg von Marthas. Der Berater Tobias Lang coacht normalerweise große Unternehmen. So ein kleines wie Erna und Co. ist die Ausnahme. Von Schule her. Grüß Gott. Was darf sein? Ja. Ein Maultaschli mit Kartoffelsalat hätte ich gern bitte. Also was die zwei mega spitze machen, das ist einfach der Umgang mit den Kunden. Die kommen einfach an, die sind sympathische Art, die sind authentisch. Dann sind sie wahnsinnig engagiert, brennend für ihre Idee. Das finde ich klasse. Hand aufs Herz, wann werden die beiden Millionäre sein? Wenn sie so weitermachen wie jetzt, 4, max. 5 Jahre, schätze ich. Ernsthaft? Ja. Gut, also das schmeichelt uns jetzt sehr, bis wir Millionären. Der Flo und ich haben da ein bisschen andere. Wir wollen natürlich, wie wir halt sind, aus dem Studium heraus, möglichst viel verdienen. Aber generell ist uns schon mal wichtig, dass unsere Idee überlebt, dass wir davon leben können, dass wir nicht darben, sondern dass wir wirklich auch ein nettes Leben haben können, aber trotzdem alles überschaubar ist. Aber natürlich, wenn sich das wirklich vervielfältigen lässt, was wir anstreben, dann ist natürlich das Ziel auch ein bisschen höher gesteckt. Servus, was darf sein bei dir?